So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen heute Abend zu unserer Sondersendung, zu unserem Power Lady Special. Heute sind die Power Ladies ganz im Vordergrund. Die haben wieder mal alles in die Hand, in der Hand, unsere Powerfrau. Und ich freue mich extrem über jeden, der heute live mit zugeschaltet hat. Ihr könnt euch total wohlfühlen, ihr könnt die Kamera anschalten, ihr könnt sie auch auslassen, je nachdem. Manche bringen gerade die Kids ins Bett, das weiß ich. Dann ist natürlich super bequem, dass man trotzdem teilnehmen kann, indem man einfach mal die Kamera auslässt, aber mithören kann. Das sind alles solche Dinge, die ja heute wunderbar flexibel funktionieren. Das ist auch das Schöne bei unserem Geschäft, sage ich jetzt einmal, dass es mit Familie so hervorragend funktioniert übers Online. Ich möchte schon mal ein kleines Kompliment im Vorfeld an unsere heutige Sprecherin, an unsere Referentinnen loslassen. Und zwar, als die Idee zu der Sendung heute geboren wurde und ich mich mit den Mädels, sage ich jetzt einfach mal, unterhalten habe und gefragt habe, hey, was haltet ihr davon? Habt ihr Lust? Da war sofort jede sofort dabei. Also jede hätte sofort gesagt, hi Yvonne. Jede hätte sofort gesagt, jawohl, wow, cool, bin ich dabei, mache ich. Hätte mich völlig geflasht, ohne Witz, weil die meiste davon spreche heute in diesem Rahmen zum allerersten Mal. Im Webinar, in einem Zoom-Call. Und da finde ich es doch erstaunlich, dass man direkt gesagt hat, alles da, Frank, okay, ich finde es cool, coole Idee, super, mache ich. Also kein, oh, echt, und muss das sein, und ich weiß jetzt so richtig, und deswegen schon mal ein riesiges Kompliment an euch, meine Lieben. Ein ganz herzliches Dankeschön für eure mega Bereitschaft, heute Abend die Sendung zu machen. Wir gehen jetzt schon mal einfach direkt ins Thema rein und starten mit unserer ersten LR Life Changerin, mit der Powerfrau, sage ich jetzt mal, nämlich mit einer Ehrung. Es war ja jetzt, ist noch nicht so lange her, da war der April zu Ende. Und natürlich gab es jetzt auch im April wieder so richtig tolle Karrierestufe. Da gab es einiges zu sprechen, einiges ja zu sprechen, zu feiern. Und darüber sprechen wir jetzt. Heute Abend unter anderem auch. Und unter anderem möchte ich eine Power Lady heute euch vorstellen, nämlich eine frisch gebackene Junior Managerin. Unsere Michaela Mücke, unsere Michi, hätte den Junior Manager geschafft, geknackt. Liebe Michi, magst du mal dein Mikrofon anstellen? Doch an, oder? Ach, wunderbar, das ist cool. Perfekt. Mensch, liebe Michaela, ganz herzlichen Glückwunsch zum Danke. Junior Manager. Du hast ja schon ein bisschen eine spezielle LR-Geschichte auch. Ja. Und ich finde, es ist einfach so schön. Magst du es mal so ganz kurz beleuchten, dich mal vorstellen, was da passiert ist? Also eingestiegen bin ich ja schon 2010 damals. Wow, ja. Und da habe ich auch innerhalb von 3 Monaten, da war ich auch so ehrgeizig und habe dann auch den Junior Manager gemacht. In 3 Monaten war das damals. Aber da war alles noch viel schwerer, finde ich, als heute. Da gab es noch keine so Zoom-Calls und so. Da musste man noch immer noch zum Starterseminar, musste zu den Leuten nach Hause. Ich bin hardcore auf die Straße gegangen, habe die Leute alle angequatscht, also so richtig Kaltakquise gemacht. Es war richtig hardcore, fand ich. Also das ist jetzt, und jetzt habe ich halt festgestellt, dass es jetzt irgendwie viel einfacher ist mit dem Social Media und her sitzt man zu Hause. Ich habe gerade noch meine Wäsche aufgehängt und kann dann hier nebenher noch zum Zoom-Call. Also das ist jetzt schon alles, ja, viel easier geworden, als es damals halt war. Ja, und jetzt habe ich halt gedacht, allerdings auch durch den Norbert natürlich. Bin ich irgendwie wieder so angefressen gewesen dann jetzt hier mit LR und habe gedacht, ich mache es jetzt einfach wieder. Und dann ging das ja richtig ratzfatz, habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass es dann doch jetzt so schnell gegangen ist. Ich glaube, ich habe es so ab Ende März, Anfang April, habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt. Ich tue mich jetzt mal da einlesen, wie das jetzt alles läuft. Das ist ja jetzt alles echt, hat sich so viel geändert in den ganzen Jahren. Und ja, aber macht Spaß, ist viel, viel besser geworden alles und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Boah, das ist Die ja Leute stark. dabei.
Ja. Also, jetzt weiß ich so richtig, wie jetzt du das gesagt hast über den Norbert. Also, da ist so ein bisschen was passiert, oder wie? Ich meine, da sind wir ja auch unter uns heute. Bin halt in die Materie dann wieder reingekommen, weißt? Ja. Ja. Also, der Norbert und du, ihr habt eine außerordentliche Kooperation, kann man das so sagen, Norbert? Ja, wunderbar. Also da freuen wir uns alle ganz, ganz herzlich drüber. Wirklich ohne Scheiß. Und nochmal ganz, ganz liebenswerte Glückwünsche von mir an der Stelle. Ist ja sowieso bald alles offiziell sichtbar und so weiter. Deswegen schon mal an der Stelle freut es uns wie Sau. Liebe Michi, 15 Jahre dabei. Was bist du von Beruf? Ich bin Kosmetikerin, Wellnesstherapeutin und medizinische Fußpflegerin. Okay, cool. Und was ist denn so dein Ziel, warum du LR denn machst? Also, man hört ja immer, dass viele das machen, so weil ihnen ihr Job nicht gefällt und die da irgendwie raus wollen oder so. Das kann ich jetzt bei mir so eigentlich eher nicht sagen. Mir geht es eigentlich um die Produkte und einfach nebenher was aufzubauen. Und was ich halt toll finde, ist, dass man es alles an die Kinder vererben kann. Das kann man ja sonst mit keinem Job. Wow. Ist Ja. das ein großer Punkt für dich, bitte Kids? Ja, voll. Schon. Oh, geil. Und weil die Produkte halt einfach mega sind, ja. Und wo kommst du her? Also wo wohnst du, Michi? Also noch wohne ich in Blumberg, ich suche aber ja in der Nähe vom Titisee jetzt eine Wohnung. Aber es ist nicht so einfach, da was zu finden. Okay. Na, ich halte mal meine Ohren auf. Vielleicht kriege ich ja Ja. irgendwann mal was mit. Okay, also das ist natürlich super spannend, auch mal jemanden zu hören, der seit 15 Jahren dabei ist, dann eben aktiv war eine Zeit lang, dann eher so, also ein bisschen in den Kundemodus nur geswitcht ist, gell? Und jetzt wieder aufgewacht ist und direkt motiviert und ganz fix jetzt den Junior Manager geschafft hat. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich damals halt, da kam mir halt das Leben dazwischen. Ich hatte einen Burnout und hatte brutal viel psychische Probleme mit meinen Kindern, Probleme und Ex-Mann und was weiß ich. Da war das alles ein bisschen, ich konnte dann halt nicht mehr. Das ging halt psychisch irgendwie alles nicht mehr. Da musste ich erstmal wieder auf die Höhe kommen und ja, dann ist natürlich meine ganze Struktur, ich konnte nichts mehr machen und so, mir war alles zu viel und dann ist meine Struktur natürlich auch wieder zusammengebrochen. Und dann habe ich halt jetzt erstmal jahrelang gar nichts mehr gemacht, so in der Richtung, außer die Produkte halt selber verwendet. Immer mal wieder, klar, immer darüber gesprochen habe ich eigentlich immer und immer auch mal wieder Leute gefunden, die was über mich bestellt haben. Das war eigentlich immer so. Ja. Aber eher halt mehr so als Hobby. Ja. Ja, genau. Aber das ist ja stark, oder? Dass man das auch einfach machen kann. Dass man einfach sagt, oh, ich Ja. pausiere, ich mache weiter. Gab es da jemand, der zwischenzeitlich mal irgendwie gesagt, ey, warum machst du nichts mehr, Michaela? Oder sowas? Ja, doch, das kam schon auch mal, ja. Ja. Kam mal. Kam schon mal zwischendurch, warum machst du eigentlich kein LR mehr? Wieso hast du das Auto nicht mehr? Ich hatte ja auch den Audi damals. Ach so, aus deinem Umfeld, die Leute, die Ja, gefragt aus haben. dem Ah, Umfeld okay. dann schon so, ja. Genau, weil ich habe, die Frage war so gemeint, von LR seitens, da kam nie jemand, hätte ich irgendwie gesagt, ey, mach mal was oder sowas, ne? Nee, da hat nie jemand Druck gemacht oder so. Ja. Das ist nämlich total wichtig, finde ich auch. Ist Ja, einfach sehr, sehr stimmt. schön, ne? Ja. Bei uns ist wie so eine, ich sage immer, wie so eine Busstation, der Bus fährt immer oder der Zug, du kannst einsteigen, du kannst aussteigen, wie du magst, du hast die absolute Freiheit. Liebe Michi, vielen Dank dir. Für dein Interview. Gerne. Gerne. Macht Spaß, du bist schon mit ganz viel Freude dabei und ich bin ganz arg überzeugt, wir werden noch ganz viel von dir auch karrieremäßig in Bälde auch erleben dürfen, sehen werden. Das weiß ich schon, das merkt man schon. Bin dran. Sehr cool. Liebe Michi, Dankeschön. So, dann machen wir Gerne. mal Folgendes und zwar gehen wir jetzt zu unserer nächsten Power Lady, zu unserer nächsten Lady, hört sich eigentlich schon fast wegen zu alt an, weil das sind alle so ein junges Spirit hier bei uns. Deswegen ist eigentlich Power Girl fast schon der bessere. Gucken wir mal, wer jetzt da ist und wir dürfen wieder was feiern. Aus dem letzten Monat, ganz frisch aus dem April. Da gibt es wieder einen Karrieresprung und zwar unsere liebe Martina Fehrebach. Die liebe Martina hat tatsächlich den Manager gemacht. Manager braucht man bei LR 8000 PV, drei Aktivlinien
Und dann bist du Manager. Und wenn du ein LR-Auto bereits fährst, dann kriegst du als Manager 110 € Autobonus netto im Monat. Das ist schon mal ganz, ganz genial. Dann sind schon mal die meisten LR-Autos fast kostenlos oder zum ganz großen Teil. Diese Stufe, die nach dem Junior Manager kommt, die heißt dann Manager. Und ja, cool fand ich, dass wir unser Seminar hatten mit dem Dr. Berchan. Und ja, Martina war natürlich mit an Bord und hat ganz, ganz toll geholfen mit der Astrid und so weiter. Und als wir uns dann unterhalten haben, bevor das Seminar losging, ihr könnt euer Mikrofon auch mal anmachen, Martina. Da habe ich dann mich so mit Martina unterhalten und ich so, hey Martina, guck mal hier, habe so den Umsatzbericht gemacht auf dem Handy und gesagt, Martina, schau mal, du bist ja schon Managerin. Und dann wusste sie das gar nicht, dass sie schon den Manager sozusagen in der Tasche hatte. Das war noch 3 oder 4 Tage vor dem Letzten des Monats, hätte Martina, ohne dass sie es wusste, den Manager in der Tasche gehabt. So, jetzt habt ihr auch, genau, Mikrofonleitung steht. Liebe Martina, Ja. herzlichen Glückwunsch zum LR Manager. Das ist Ja, danke. wirklich, wirklich cool. Vor allen Dingen, dass du es gar nicht gemerkt hast, dass du schon Nö. Manager bist. Das muss ja wirklich mit Leichtigkeit laufen bei dir. Ja, alles wie von alleine. ohne Witz jetzt. Ich gebe dir jetzt mal das Wort, Michi. Martina, ich gebe dir jetzt mal das Wort, Martina. Und du erzählst uns einfach so ein bisschen jetzt mal von dir und deiner Reise, wie du zur LR gekommen bist und was dich so bewegt, jetzt in auch doch der kurzen Zeit, so nach vorne, dass du so nach vorne gekommen bist. Erzähl mal was von dir, deine Bühne, Martina. Okay, also ich muss ja sagen, ich war, wo die Kinder klein waren, ich habe zwei, war ich schon mal bei LR. Aber da war natürlich noch nicht so das Network, das ganze Netzwerk so richtig aktuell mit Handy und mit Getos. Also das, was Michaela eigentlich auch gesagt hat, da muss man sich noch ein wenig mehr dahinter setzen, besuchen und da quatschen und da quatschen. Da habe ich irgendwie kein so ein, es kam eigentlich nicht zur richtigen Zeit. Und jetzt sind die Kinder groß, über 20. Und jetzt ist mir dann die Freundin, meine, die wo neben dran sitzt, die Astrid, die habe ich dann mal getroffen im Teeblatt und sieht das Auto LR. Und dann denke ich, Astrid, was machst du mit dem Auto? Ja, fahre. Ja, gut. Bist du jetzt bei LR? Ja. Sagt, boah, komm. Und dann haben wir auch gleich einen Termin ausgemacht, weil ich fand die Produkte eigentlich früher eigentlich auch ganz gut, wobei es noch gar nicht so viel Pflegeprodukte gäbe, es war eigentlich eher so ein Parfüm und so Schminkzeug und so. Das habe ich eigentlich nicht so jetzt mit Darmstoffwechsel hätte es eigentlich noch gar nichts gehabt. Aber da hätte sie mir dann mich mal aufgeklärt und so und dann bin ich richtig gleich eingesprungen. Ja, und da mir ja zu 14 und ein Auto hin und zu viert ein Auto praktisch zu teilen, war das, ist das für mich natürlich immer sehr schwierig. Ja, gut, jetzt ist natürlich da auch ein Problem aufgetreten, das will ich jetzt aber nicht, ja, da kann jetzt Ellen ja nichts dafür. Das kommt jetzt von der Leasingbank halt. Hat mich ein bisschen zurückgeschlagen, war ich auch ein, zwei Tage ein bisschen traurig, weil ich keins krieg, weil ich kein monatliches Einkommen habe. Mache 14 Kurse bei der Volkshochschule und andere Kurse. Und die werden halt nach Wochen bezahlt. Wenn ich meine 14 Kurse rum habe, dann kriege ich unterm Strich mein Geld. Und die Online-Bank oder Leasing-Bank genehmigt das halt nicht. Die wollen halt eine Sicherheit. Ja, habe immer ein gedecktes Konto. Also von daher, ich habe denen alles hingeschickt. Die machen das nicht. Ja, fand ich wenn blöd. Habe mich echt drauf gefreut. Aber es war für mich eigentlich kein Thema, aus LR rauszugehen. Weil ich habe denkt, komm, jetzt ist halt so, jetzt machen wir weiter. Ja, und jetzt bin ich plötzlich Manager. Weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber ich freue mich trotzdem riesig, klar. Und ich finde die Produkte ganz toll. Ich mache jetzt schon die zweite Darmstoffwechselsanierung. Mir tut's gut. Ich habe meine 14 Kurse und ich bin so mit Energie geladen. Ich weiß gar nicht, was überhaupt los ist mit mir.
Ich brauche, normalerweise schlafe ich auf dem Sofa ein. Das passiert überhaupt nicht mehr. Ich bin sowas von wach. Meine Kurse mache ich sowas mit Power. Da hat letztens die Hintere gesagt, in der hinteren Reihe eine Übung gesagt, die ist aufgestanden und hat gesagt, Martina, mach doch mal eine Pause. Oh Gott, okay, mache ich halt mal eine Pause. Also ich merke das gar nicht mehr, was ich für Energiebündel bin. Wir haben jetzt am 1. Mai eine 74 Kilometer lange Biketour gemacht. Früher habe ich immer gesagt, komm, jetzt machen wir eine Pause. Und diesmal habe ich gesagt, Leute, kommt jetzt, weiter geht's. Also ich weiß gar nicht, wo die Power herkommt. Ich schätze, dass das wirklich von der Darmstoffwechselkur kommt. Mir geht es gesundheitlich super. Ich bin, ja, ich bin morgens topfisch, top fit und abends eigentlich auch noch. Ja, also und wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich schon eine Powerfrau bin, ja. Ein Wirbelwind. Ein Wirbelwind, aber jetzt wirbelt es noch doppelt und dreifach. Ja, ich habe natürlich auch noch ein wenig, zwei Baustellen. Ich bin ja auch nicht ganz gesund. Und mit meinen Gelenken dann vom Beruf her, ich bin Physiotherapeut und habe halt auch durch die Massagen, wo man früher auch viel gemacht hat, habe ich natürlich im Daumen-Grundgelenk auch ein wenig Probleme. Und dann habe ich auch noch eine Autoimmunkrankheit. Die habe ich aber jetzt auch schon 17 Jahre und muss sagen, die habe ich eigentlich auch ganz gut im Griff. Früher hat die mich im Griff gehabt, jetzt habe ich sie im Griff und bin eigentlich froh drüber. Ja, und ich habe ein tolles Umfeld. Und mein Gott, es gibt auch bei LR Höhe und Tiefen. Gerade am Anfang wusste ich jetzt, habe ich nicht genau einen Plan gehabt, wie ich jetzt da vorgehe. Habe auch viel Negatives praktisch erfahren, auch aus eigener Familie. Das hat mich dann mal ganz schön getroffen. Da hat mich mein Sohn nochmal zusammengefaltet, was LR für ein Scheiß ist und überhaupt und für Mafia. Und also ich wusste im Moment gar nicht, was ich sagen soll, weil es für mich ganz überraschend kam. Habe auch geweint und ja, und dann habe ich da mal drüber geschlafen, habe ihm dann also gesagt, Marius, das ist mein Leben, ich lebe mein Leben und du lebst dein Leben und ich mache das, was gut ist für mich. Ja, es ist halt schon ein wenig schwierig. Es ist mein Sohn und ich glaube, es tut ihm heute auch leid. Wir schwätzen wieder miteinander, aber es war schon ein wenig ein harter Einschnitt für mich. Ich habe auch eben Frank angerufen, einen Tag später, was ich machen soll. Und da hat er mir auch echt gut zugehört. Ich habe es auch der Jenny und der Astrid gesagt, das waren so wegen meine Anker im Hafen. Und ja, Genau. Muss man wieder hin, genau. ja, und Eben. man hat auch von anderen gehört, ah, LR ist doch ein Scheiß und so und so. Da wusste ich nicht so richtig, wie soll ich damit umgehen und mache ich das jetzt richtig und bin ich da richtig und so. Aber durch die Meetings, wo wir da hätten, Ettlinge, dann Göttingen, und je mehr man diese Meetings mitmacht, desto mehr Sicherheit kriegt man. Man wird erfahrener, man weiß, um was es wirklich geht. Und ich brauche halt ein wenig länger, bis ich das alles ein wenig kapiere. Aber wenn ich es kapiere, dann habe ich es drin. Und jetzt muss ich sagen, kommen sie eigentlich so langsam. Jetzt vorhin hat mich erst wieder, Astrid war da, vorhin hat mich gerade wieder eine angerufen, die schafft bei Rossmann, eine gute Bekannte. Hey Martina, du machst doch da das LR, ist das gut? Sagt, ja, super ist das. Ja, ich habe so Hautausschlag und überall, kannst du mir da was sagen? Und sagt, du, Manu, wir machen einen Termin, ja, ich habe keine Zeit und so. Ich sag, du weißt was, ich stelle dir was vor die Tür, schreib dir alles hin. Und wenn du Fragen hast, wir sind vernetzt, kannst dich jederzeit bei mir melden. Also ich habe so ein Helfersyndrom. Ich kann zwar nicht die Welt retten, aber ich versuche die Menschen zu retten, die mir am Herzen liegen. Und das merken die. Und ich mache eigentlich nur was Sinnvolles. Ich mache keine Tupperware. Ich habe das auch mal gemacht, so ein halbes Jahr, damit ich meine Tupper-Sachen günstiger kriege.
Und dann habe ich aufgehört. Und ich mache eigentlich nur sinnvolle Sachen. Also so mit, wie nennt man das alles? Naja, so anderes Network halt, was nichts ist, das mache ich nicht. Und aber LR, ich habe auch mal Energetics gemacht, 10 Jahre, das war auch sehr schön, war auch toll, aber da ist jetzt die Zeit für mich, 10 Jahre ist einfach fertig und jetzt möchte ich mal was Neues machen. Ja, und da kam ja die Astrid eben gerade wie gerufen. Und ich sage ja immer, Zufälle gibt nichts, gibt's nicht. Ich sage, es gibt Bestimmungen. Und es war so eine Bestimmung, dass ich Astrid da gerade triff. Hätte ich sie nicht getroffen, wäre ich jetzt nicht hier. Genau. Also definitiv. Unsere Kinder sind zusammen in die Schule gegangen, in die Grundschule, Hebeschule. in die Hebelschule, das Sven und Jule. Und durch das kenne ich sie auch. Und ja, ist Vom eine. Hotel, ne? Und vom Hotel, vom Haus Breitenau noch. Ja, also somit ist das meine Geschichte ein bisschen. Boah, Martina, boah, wie ich dich feiere, ohne Witz. Als würdest du nichts anderes machen als jeden Tag so Zoom-Calls, so. Da merkt man natürlich deine Sicherheit über deine, ja, mit deinen 40 Kurse und so. Super authentisch und vor allen Dingen deine Offenheit finde ich jetzt echt genial. Ja, aber ein ganz guter Punkt auch ist, die Leasingbank, die unsere LR-Autos einfach, also VW-Leasing in diesem Fall, die haben natürlich ja ihre Vorgabe, die sie halt haben müssen. Und wenn da, sage ich jetzt mal, die Konstellation jetzt wie in dem Fall über die Kurse halt denen it ausreicht, als in Anführungszeichen normale Sicherheit, dann ist halt erst im ersten Moment blöd, ja. Weil die müssen sich wiederum halt auch wieder nach hinten absichern. Hätte natürlich jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun, ist im Endeffekt jetzt einfach wegen. Blöd laufe, aber Blöd, klar, ja. blöd laufe, aber ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also spätestens als Orgaleiter denke ich mal, da sieht es wieder ganz anders aus. Und ich fand es toll von dir, dass du sagst, ja, nur wegen dem, in Anführungszeichen, wegen dem Auto hörst du jetzt nicht auf oder so. Das wäre ja auch nicht, wie soll man sagen, verhältnismäßig, weil er geht es ja am Ende des Tages, natürlich sind die Autos toll. Ganz, ganz klar. Und ich finde, sie sind auch ein wichtiger Bestandteil. Aber ob man jetzt direkt beim Junior Manager das Auto jetzt kriegt oder nicht, ist nicht entscheidend über die DLR-Karriere, die man dann am Ende macht. Also vielleicht auch nochmal so ganz kurz früher, da gab es ja auch erst ab Orga-Leiter bei LR Autos. Also erst ab Orga-Leiter hat man sein erstes Auto gekriegt und wir haben alle das Auto erst ab Orga-Leiter gehabt. Und deswegen. Ich finde es schön, wie du damit umgehst, auch wie offen du damit umgehst. Wenn ihr da auch Fragen habt dazu, dann könnt ihr am Ende der Sendung einfach auch nochmal Fragen stellen, beziehungsweise unsere Power Girls was fragen wollt. Martina, ich fand es auch cool, dass du diesen Aspekt angesprochen hast von den Prüfungen, wo dein Sohn dich da konfrontiert hat. Weil ich glaube, dass es keine LR-Partnerin oder keinen LR-Partner gibt, der beginnt, der mit LR startet, wo im Umfeld alles Juhu schreit, sondern ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es am Ende, dass jeder so seine Prüfungen hätte. Jeder. Und dass du mich da angerufen hast, fand ich dufte von dir. Da haben wir echt ein super Gespräch geführt und ich weiß, dass irgendwann jeder Partner ab dem Moment, wo er vom glücklichen Kunde zum Partner wechselt, hätte jeder solche Herausforderungen. Weil die Leute sind halt einfach die Schwätzer halt. Es gibt verschiedene Leute draußen. Und Martina, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dir für die offene Art. Ich freue mich nur ganz viel von dir zu hören. Jetzt, wie schnell sie einfach den Manager gemacht hat, finde ich extrem toll. Und alles andere, rocken wir auch, nur bin ich ganz arg überzeugt. Ja, das denke ich auch. Und Jetzt. dann gibt es einen Mercedes. Ja, genau. Und umso größere dann. Jetzt lassen wir doch gerade mal die Kamera an, denn. Wir gehen jetzt zu unserer nächsten Power Lady, nämlich zu unserer Astrid. Ja, wirklich, Asi, ich freue mich echt brutal, dass du heute Abend auch mit dabei bist. Und Astrid, wie sieht's aus? Du bist Teamleiterin bei uns, gell? Ja, Jetzt ja. müsst ihr mal überlegen, ihr habt jetzt so eine richtige LR-Teamleiterin vor euch sitzen. Was bedeutet Teamleiterin? Teamleiter heißt, man hat bei LR 16.000 PW im Monat, also 3 Monate in Folge, dann bist du quasi Teamleiterin. Da buchst du aktiv hin. Ich meine, es sind vier,
Wer weiß es besser, stimmt es? Ich muss immer noch mal nachgucken. Vier stimmt, ne? Vier Aktivlinien. Also vier Linien, die über 500 Punkte machen. 3 Monate in Folge. Und bei der Astrid, da war das ja genauso. Jenny muss selber lachen. Jenny als Kopf der Power Ladies in dem Fall, von der Manu, Michi und von der Astrid, die hätte selber, glaube ich, kaum glauben können, wie schnell die Astrid Teamleiterin war. Die Astrid hätte es auch so mehr oder weniger im Vorbeilaufen gemacht. Genau. Ja? Astrid, ich gebe dir jetzt auch mal einfach mal die Bühne. Ich freue mich total über dich und erzähl uns mal wegen was von deiner LR-Reise. Tja, ja, ich habe halt Jenny kennengelernt vor 2 Jahren. Ja, oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich ja vor 3 Jahren, 2 Jahre. 2 Jahren, genau, vor 3 Jahren habe ich ja mein Leben komplett umgeändert, umgekrempelt. Ja, das wisst ihr ja. Ihr Breitenauer hin ja mitgekriegt, wo ich vorher war. Ihr habt ja auch keinen Mensch. Und, ja, aber habe ich auch müssen. Ich war ja einfach im Hamsterrad. Nur am Schaffe, am Schaffe, am Schaffe. Und ja, und dann irgendwann kommt halt die Krankheit. Und ich hatte wirklich ja viel Migräne. Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, der ganze Rücken tat weh, morgens, von morgens bis abends. Und klar, mit einem landwirtschaftlichen Betrieb ist das halt auch nicht, ja, bleibt es ja nicht aus. Irgendwann, gehe nach 20 Jahren. Und da habe ich aber dann echt, ich habe gesagt, ja, jetzt ist Schluss, jetzt, ich muss da raus aus dem Hamsterrad. Und bin vor 3 Jahren gegangen und habe dann eben vor 2 Jahren die Jenny kennengelernt. Und weil ich hatte früher schon Sachen probiert, was war's, Fitline, Juice Plus, was weiß ich nicht alles. Und ich weiß jetzt heute, dass, ja, das ist so durch mich durch und das habe ich auch richtig gemerkt. Der Körper hat das gar nicht aufgenommen. Und ich weiß jetzt heute, warum, weil der Darm einfach nicht okay war. Ich hatte da nie eine Darmsanierung gemacht. Und das habe ich dann eben bei der Jenny kennengelernt und da habe ich ihr gesagt, okay, sie hat mir das so alles erzählt. Und ich sage, gut, also das probiere ich noch und wenn das auch nichts hilft, dann weiß ich auch nicht. Und dann hat es geholfen, total. Und ich merke, also so heute ist mir noch mehr bewusst geworden, ich habe eigentlich kaum noch Kopfweh. Ganz selten und hier mit den Blütenpollen. Das hatte ich ja früher auch im Heu, gerade im Heu war es extrem, aber ich musste halt auch ins Heu. Und die Pollen, ich hatte jetzt am Samstag, ist mir aufgefallen, ich habe ein bisschen Schnupfen gehabt, so beim Putzen, aber sonst habe ich eigentlich gar nichts, auch mit der Auge. Heute Morgen kam unser Chef, gell, Elena, mit ganz dicker Auge und ich, oh je, ich habe es gleich gesehen. Ja, hatte ich früher auch. War ganz schlimm und also mir geht's gut, mir geht's prima. Da ist mir das heute Morgen so bewusst geworden, hey, ich habe ja gar nichts mehr. Und vom Rücken her muss ich auch sagen, seit ich die Sachen nehme, ich habe zwar immer das Silvera genommen, auch zwischendrin das Freedom von meiner Mutter mal gemobbt, geht es mir echt, ja, super. Also früher tat mir alles weh, von oben bis unten. Also heute ist es, also ich kann es gar nicht beschreiben, es ist super. Ich war auch, wie du auch sagst, hier fit. Ich habe den ganzen Winter keinen Sport gemacht. Ich bin nicht auf die Langlaufski gekommen, weil halt kein Schnee war in Falkau. Und er hat mich schon ein bisschen geärgert. Aber ich bin jetzt neulich erst mal aufs Fahrrad. Ich bin auch 50 Kilometer gefahren. Es hat mir gar nichts gemacht. Ich habe nur mal Muskelkater gehabt. War total fit. Ich hätte eigentlich nochmal können 50 fahren. Hättest du es gemacht? Also von dem her, also ich kann echt nur sagen, und ich empfehle es auch in jedem Jahr, wo so müde ist und schlapp und macht einfach mal eine Darmsanierung. Und witzig war, ich war am Freitag in einem Geschäft hier in Neustadt und bringe ihnen einer Freundin was und so und der ihre Arbeitskollegin fragt mich, ach, machst du das auch? Ich sehe da immer jemand auf Instagram und dann sagt sie, also die Darmkur möchte ich ja schon gern machen. Aber das andere da nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst auch gar nichts anderes machen.
Seit sie da jemand gesehen hat, sie gesagt, ja, aber sie will es jetzt dann bei mir machen, aber eine Darmkur abschließen. Ich, ah, okay. Dann hat sie gesagt, ja, weil sie mich kennt von der Schule, von früher. Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. War echt witzig. Also bei mir ist es so, ich brauche das Instagram nicht oder sonst was. Bei mir kommen jetzt schon so die Leute in der nahen Umgebung oder die sehen es bei mir im Status. Und die sage einfach, ja, bei dir mache ich es. Vertrauen halt auch. Ja, dich kenne ich und dann mache ich das. Also diese fremde Sache habe ich jetzt gar nicht. Eher, ja, ich kenne dich und ich weiß, dass du das, ja, wenn du das machst, mache ich das auch, dann probiere ich das aus. Also das fand ich jetzt so spannend. Und ja, wie sie jetzt aussagt, jetzt kommt der und der und der und auf einmal, ja, kommt noch mehr ins Rolle, obwohl ich ja letztes Jahr, ich hatte ja eigentlich nicht so viel Zeit und bin da so nebenher so mal so zack, zack, dank der Jenny natürlich auch hochgekommen da zum Teamleiter und hat eigentlich ganz andere Sachen zu tun, habe meine Eltern betreut und war eigentlich da in Krankenhäuser und Altenpflegeheime unterwegs, wie jetzt mit LR. Aber das war irgendwie toll, weil ich habe es trotzdem nebenher mitgekriegt mit der Jenny. Wir waren ja immer in Kontakt. Egal irgendwie, wenn irgendwas war. Und das war halt toll. Und von dem her finde ich das einfach das Team aus super. Man kann jetzt dir anrufen, Jenny, oder man kann den Frank anrufen. Irgendwie kriegst du halt immer Info. Und man merkt halt, es sind einfach positive Menschen. Und ja, und das braucht man einfach. Und dann geht es auch vorwärts. Dann, man wird halt auch so gepusht, wie jetzt in Göttingen. Also vor ein paar Jahren wäre ich nie nach Göttingen gefahren, um Gottes Willen, ich hätte meine Hose gemacht. Aber ich bin den ganzen Weg da hoch und ich bin auch wieder runter. Einmal ist Martina kurz gefahren, ja. Ich glaube, Aber da war es euch jetzt so wohl. es war halt auch Schnee, es war so heiß, so Kasserberge war nicht so witzig, ja. Aber ja, also ich hätte das früher nicht gemacht. Also ja, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht gemacht, gell. Und irgendwie, ja, man kommt wieder in seine Kraft, man kommt wieder, man wird motiviert Selbstbewusster. und das ist einfach toll. Und das pusht mich auch auf und auch eben diese Frauenpower, wo wir auch haben hier alle zusammen, auch die Männer. Also kein Thema hier, super Männer haben wir ja, gell? Und das, ja, das ist einfach genial. Und das finde ich auch toll einfach. Sonst würde ich es nicht machen. Auch die Produkte natürlich, klar. Und das Autokonzept eigentlich alles. Boah, Asi, ich krieg da gerade echt Gänsehaut. Das heißt, also du warst in Breitnau, wo ich auch herkomme, auf dem Hof Ja. und 20 Jahre lang sozusagen. 21 Jahre, ja. 21, und das war ja für dich dann eine ganz elementare Lebensveränderung. So nach diesem Schnitt sozusagen Trennung, oder darf man sagen, kann man sagen. Ja. Dann ganz neu lebe, alles neu, 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 sage ich jetzt einmal. Und jetzt dann fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein zweiter neuer Lebensabschnitt irgendwie, so Ja. wie ich das so höre. Ja, total. Ich kann auch, ja. Klar, man ist einfach auch, jeder, wo wenn Landwirtschaft kennt, der weiß, man ist einfach gebunden. Man hat dann die Kinder, man hat die Gäste. Man hat Tiere, man hat dann später die Senioren zu betreuen, zu pflegen. Man ist eigentlich immer in diesem Hamsterrad drin und man hat einfach keine Zeit für sich. Also ich habe es mir schon mal so ab und zu, aber das Regelmäßige, das fehlt und auch einfach ja, für die Gesundheit was zu tun. Also klar, da ist man ja dann auch selber für sich verantwortlich. Da gebe ich auch niemand irgendwie die Schuld. Man tut halt einfach Schmutreiben mit dem Körper, sage ich mal. Es ist einem aber auch nicht bewusst. Es wird einem ja auch nicht rübergebracht. Wie jetzt auch, weißt, bei dem Vortrag vom Dr. Werchern, er wollte, ich weiß nicht mehr, wer das war, wo das doch vorstellen wollte, für die Schule als Schulfach. Eben. Und das, weißt, woher willst du denn das wissen, wenn das von den Eltern nicht so mitkriegst, ja, in der Schule auch nicht gesagt wird, dass man mal auf den Körper hört, wie der tickt, was er macht, was er braucht vor alle Dinge. Und ja, ich glaube, dann tät man auch von klein auf viel, also ganz anders damit umgehen. Und das lernt man nicht. Man lernt
Ja, ich habe das auch mitgekriegt. Also ich glaube, alle hier, also ich bin Jahrgang 69, schaffe, schaffe, schaffe. Und schaffe und die Frau ja auch schaffe. Und ja, nicht irgendwie für die Freizeit was du oder halt, dass du Freizeit hast, irgendwas tun oder was du gern magst oder ein Hobby oder wie auch immer. Es wurde ja immer, das Arbeiten war immer im Vordergrund. Also ich kenne es halt so. Ich bin ja früher auch bei meinem Onkel auf dem Hof gewesen. Da war das Arbeiten immer, ja. Man Funktionieren. muss funktionieren, genau. Und dann auch als Frau, klar, du musst funktionieren den ganzen Tag. Also. Und irgendwann ist halt der Akku leer. Also mir ist jetzt klar, bei mir war der Akku einfach leer. Und diese ganze Nährstoffe, wo ich da gebraucht hätte, die habe ich gar nicht können essen. Ich war da eh so ein Piepsvogel, wo gegessen hat. Ich war nicht so der Esser. Und dann hätte mir das ja eigentlich doppelt und dreifach. Also wenn ich früher die LLR-Produkte kennengelernt hätte, habe ich ja wohl auch. Der Nobby hat mir mal was gegeben, wusste ich gar nicht mehr. Das habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann wäre es mir wahrscheinlich auch besser gegangen. Aber ja, so Das muss man war, halt Erfahrungen machen. ja, das war vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt, dieses Genau. Erlernen, ne? Also, Genau. und fühlt sich das so ein bisschen an wie ein neues Abenteuer jetzt, oder? Ja, total. Menschen und durch die Gegend und Meetings und Leute kennenlernen und feiern. Das ist nochmal. Und Urlaub. Ich komme mal weg. Ich bin ja früher auch viel gereist. Bevor ich auf dem Hof war, war ich in aller Welt unterwegs. Und das hat mir einfach auch gefehlt. Und das kann ich jetzt wieder machen. Das ist einfach toll. Wow, und vielleicht nur ganz zum Schluss kurz. Ich meine, man kann jetzt auch mal einfach mal über monetär sprechen, also einfach mal über Geld sprechen als Teamleiter. Da kommt ja dann, da klingelt es ja dann auch schon mal vom Bonus her, gell? Also dann kommt nebenbei auch schon mal richtig Geld mal rüber, gell? Ja, ich hatte jetzt letztes Jahr hatte ich mal 1000, ja, also dreimal 1000. Was ich jetzt, weiß ich noch gar nicht. Ich habe, es ist glaube ich noch nicht, es ist schon ein wenig zu früh, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe jetzt auch, kann sein, ich habe es auch wieder geschafft. Aber Irre, sonst, oder? ja, aber sonst war es ja immer so 300 rum, 350 und das ist einfach toll. Das ist ja, ja so nebenher ein tolles Taschengeld. Das ist klasse. Irre, oder? Oder auch mal Ja. 1000 Euro im Monat nebenher, völlig flexibel, mit Spaß und Leichtigkeit, ohne irgendwie nur mal eine Stunde. Also, liebe Astrid, du steckst auf jeden Fall an mit deiner Lebensfreude. Also, ohne Witz. Mit dir kriegt man richtig Lust, direkt irgendwie was zu unternehmen, finde ich. Du bist einfach so positiv und das macht einfach so viel Spaß. Vielen lieben Dank dir. Dann springen wir zu unserer nächsten Powerfrau, zu der Kerstin. Und Kerstin, vorher mache ich nochmal ganz kurz das Mikrofon von der Martina aus, genau. Ja, Kerstin, magst du mal dein Mikrofon anstellen? Habe ich an? Ah, super. Kerstin, ich freue mich auch ganz echt extrem auf dich. Und ja, mit der Kerstin, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Das ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder sowas gefühlt, gell? Ja. Und trotzdem hätte es zwischen uns irgendwie, glaube ich, gleich auf eine ganz coole Ebene gefunkt. Wir hätten uns sofort verstanden. Ich find's, ihr den Norbert grinst. Der Norbert grinst, der Norbert hat Kerstin schon lange, lange immer wieder mal angesprochen und bearbeitet. Ich glaube, das ging über ganz schön viele Jahre. Und irgendwie, oder Norbert, wie lange ging das? Ich weiß nicht, wie lange, aber ich glaube, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesponsert. Also zum dritten Mal bei LR als Nee, erste Linie viermal. angestellt. Echt Vier. viermal. Also beim Norbert war es jetzt viermal und ich war ja davor schon bei LR. Bin ja so roundabout 20 Jahre. Immer wieder mal bei LR. Okay, und dieses Mal ist so dein Durchbruch, Kerstin. Ja, was soll ich sagen? Also, mit der Kerstin macht es einfach Spaß. Kerstin ist super erfolgreiche selbstständige Geschäftsfrau. Wird gleich selber sich so ein bisschen vorstellen, natürlich. Und was ich an der Kerstin einfach so mag, ist, sie ist so herrlich gerade raus. Und sie nennt die Dinge beim Namen. Das finde ich gerade bei einer Frau richtig toll. Und zwar jetzt, ich meine jetzt nicht irgendwie herrisch oder zickig oder wie auch immer, sondern ich meine es auf einem ganz hohen Niveau. Die Kerstin hat eine unheimliche Lebenserfahrung.
Und sie hätte es einfach drauf. Und die Dinger, die sie also raushaut, die finde ich einfach, boah, dann auch noch nicht, wenn wir so zusammen irgendwo vom Meeting fahren, da sitzt sie immer da, oh, Hammer, Hammer. Die Kerstin, wenn sie Dinger raushaut, die haben einfach Tiefgang. Und ich liebe es, mich mit ihr zu unterhalten. Sie ist eine riesige Bereicherung für unser Team Life Changer. Sie ist eine ganz, ganz, ja, eine ganz sichtbare Life Changerin auch. Und deswegen würde ich dir jetzt mal ganz, ja, einfach mal die Bühne, das Mikrofon gebe, Kerstin, dass du uns ein bisschen mitnimmst in deine Welt, mal so ein bisschen was von dir erzählst. Vielen Dank, dass du auch direkt gesagt hast, jawohl, Frank, das machen wir, ich bin dabei. Du hast gesagt, bin dabei, hast Bin gesagt, dabei. bin Genau, das habe dabei. ich gesagt. Ja. Ja, jetzt bin ich richtig gerührt, dass du mich so ankündigst, mein lieber Schäber. Da bin ich sehr dankbar dafür. Also grundsätzlich sehe ich LR als eine große Reise an. Eine große Reise in Form von, ich habe alle Möglichkeiten. Ich habe alle Möglichkeiten in mich zu stecken. Ich habe alle Möglichkeiten zu erleben. In erster Linie möchte ich alles in mich investieren. Also ich möchte meine Gesundheit, das Thema hatten wir jetzt alles schon. Wir lieben alle die Produkte, das ist ja auch der Anfang von allem. Aber mein Lieblingsthema ist immer diese Entscheidung. Ich möchte eine Entscheidung treffen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann tue ich das durchziehen mit allen Konsequenzen. Und da gehört halt auch dazu, hinzustehen und zu sagen, ja, Freunde, ich mache LR. Ja, ich finde es richtig geil, weil ich habe die Produkte getestet. Weil die tun mir gut, aus dem und dem Grund. Und dann ergibt sich das. Mir gefällt dieses rundum, diese Entwicklung, dieses, so wie Astrid schon gesagt hat, da auf Meetings gehe, die Zoom-Calls, diese Entwicklung, dieses nicht stehen bleibe, sich einfach weiterentwickle. Ich habe vor 3 Jahren mein eigenes Friseurgeschäft gegründet, aufgrund dessen, dass ich entlassen worden bin. War mir aber egal, weil ich gedacht habe, was soll's, mache ich halt was anderes. Und habe die Entscheidung getroffen, okay, ich miete mir jetzt einen Lader, ich mache den Meister und baue den Lader währenddessen um, mitten in Corona. Entweder das funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Und so habe ich das gemacht. Habe mich entschieden, bin zu jeder Bank, habe zu jeder Bank gesagt, ich habe eine coole Idee, das funktioniert. Und jede Bank hat gesagt, Frau Ganter, bitte was? Sie wollen Geld, Sie wollen einen Friseursalon aufmachen in Corona? Nein, auf Wiedersehen. Was habe ich gemacht? War mir egal. Ich habe alles zusammengekratzt, was geht. Ich habe es trotzdem gemacht. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren, ja, mein eigener Chef. Es läuft gut. Und die Entscheidung war richtig. Den Norbert kenne ich schon lang. Der kam auch immer wieder mal ums Eck mit seinem LR. Auch wo ich mein Geschäft gegründet habe, kam er wieder und sagte, ah, das passt doch gut zu deinem Geschäft, LR und so. Ja, ich steige ein. Aber ich habe wie gesagt, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Ich nehme die Parfüms, das ist für mich das Allerbeste. Ja, und wie es dann halt so ist, bin ich nicht, mache ich nicht, fällt mir auch wieder raus. Also gut. Dann letztes Jahr im Mai, ja, ich glaube im Mai war es, habe ich gedacht, so, okay, mein Geschäft läuft super, passt alles, aber mir geht's beschissen. Warum geht's mir beschissen? Ich wusste dann auch nicht warum, bin dann zum Arzt, habe mich durchchecken lassen, alles tipptopp. Dann sagt mein Frauenarzt zu mir, ein Satz, das hat er schon immer gesagt, aber da hat er mich echt getriggert, der Darm. Und ich so, der Darm, da war was mit dem Darm. Das habe ich schon mal gehört vom Norbert mit dem Darm. Und dann habe ich entschieden, okay, ich steige jetzt nochmal bei LR ein und ich probiere das jetzt. Ich mache das jetzt. Und seitdem mache ich das jetzt. Und genau so vermittle ich das auch meine Leute. Also vorwiegend sind es Freunde oder Kunde, es sind auch Kunde. Ich muss dazu sagen, mein Geschäft ist in Friedeweiler. Friedeweiler hat eine große psychosomatische Klinik. Und mit psychisch angeknacksten Leuten unterhältst du dich auf einem ganz anderen Niveau. Also, die haben schon auch Tiefgang. Und da habe ich gemerkt, da ist ganz, ganz, ganz viel Not und ganz viel Bedarf, was das Thema Gesundheit anbelangt.
Ich habe jetzt auch zwei, wo eingestiegen sind, wo in dieser Klinik waren. Und ich hoffe auch, dass ich Ihnen damit helfen kann. Und ja, es ist richtig toll, was Gutes zu tun. Und ja, es gibt auch unsere Kritiker, die dann immer sagen, du willst doch eh nur verkaufen. Steht Ihnen ja auch zu, das zu sagen, weil Sie wissen ja auch nicht, um was es geht. Und ich finde, Kritiker finde ich persönlich brutal wichtig. Warum? Weil du selber dann genau weißt, was du da tust. Also es stärkt dich sogar noch mehr. Die größte Kritiker sind zum Beispiel ist in meiner Familie. Die dürfen das gar keine Frage. Die dürfen mich kritisieren. Er spuck ich wegen rum und sagt, wieso kritisiert er das? Wieso, ihr wisst doch das gar nicht. Wobei mein Papa drin ist, mein Sohn ist drin, meine Tochter ist bei LR, alle drei. Aber ich finde es wichtig. Ich finde Kritik wichtig. Wichtig, um zu wachsen. Wichtig, zum dahinterstehen. Wichtig auch zum sagen, ich will das, ich mache das, egal was alle anderen sagen. Ist doch mir egal, was Dinkeldörte und Haferhannes und Pöbelklaus und sowas, die von sich lassen, interessiert mich nicht. Ich mache das, weil ich das will. Und darum finde ich Kritik unheimlich wichtig. Weil es liegt ja an mir auch, wie ich mit Kritik umgehe. Und ja, ich sage auch immer, Gesundheit ist ja kein Statussymbol. Man sieht ja nicht, wer in Gesundheit investiert. Also du siehst ja keinem an, ja, du hast jetzt 200, 300 € investiert, das sieht man dir an. Aber wenn ich ein cooles Auto fahre, coole Schuhe trage, coole Klamotten anhab, dann sieht man das, dass ich Geld investiere. Und darum sage ich immer, Gesundheit ist kein Statussymbol. Und deswegen sind die Leute auch immer so ein bisschen zurückhaltend, was das Thema Gesundheit anbelangt. Und da finde ich das wichtig mit der Firma LR zum Beispiel, die dir alle Möglichkeiten gibt, aufzuklären und zu sagen, Auto ist unwichtig, Klamotten sind unwichtig, Schuhe sind unwichtig, also Statussymbole, sondern einfach an die Gesundheit. Wenn das passt und alles andere ist einfach nur Deko. Ich sage immer, das ist Deko. Und darum finde ich die Reise mit LR finde ich fantastisch. Und ich finde auch jetzt heute Abend wieder die Mädels, wo jetzt hier wieder abgeräumt haben, mega. Also da sieht man doch auch, dass da mehr dahinter steckt. Und ich glaube auch, wenn wir die Produkte erstmal testen, dann kommen wir auch in so eine gute Energie. Und wenn du in einer guten Energie bist, dann sieht man dir das an und du kannst es auch ganz gut an andere weitergeben, so wie Astrid gesagt hat. Astrid hat ja eine wahnsinnig hohe Energiegrad und die Leute kommen auf sie zu. Würde ich so sagen. Ja, weiter. Ja, weiter. Ja, alles sind da und denke, oh, klasse. Staun, staun, hör zu, ja. Wahnsinn. Also seht ihr, Leute, das hab ich gesagt, wo ich sie angekündigt habe. Kerstin schwätzt nicht um den Preis, sie bringt es direkt auf den Punkt. Hast du noch was du jetzt direkt rauslassen willst? Sonst hätte ich noch eine ein oder zwei Frage an dich. Kerstin. Nee, frag mal, vielleicht kommt dann noch mehr. Oder ihr habt auch nachher noch die Möglichkeit, am Ende der Sendung dann Frage zu stellen. Ich habe zwei Punkte. Du hast mich vor kurzem, als wir nach Göttingen gefahren sind, hast du mich auf das Thema die PDF angesprochen von unserer Produktgeschäftsvorstellungs-PDF, also der Konzeptvorstellungs-PDF. Fand ich total cool, dass das von dir kam. Magst du dazu kurz auch was erzählen, was ja auch spannend ist, finde ich. Ja, also wenn man sich entscheidet, dieses Geschäft auch wirklich als Geschäft zu machen, also das sage ich jetzt als Geschäftsfrau, A, man muss investieren. Ohne Investition verdient man sowieso kein Geld. B, ist die richtige Beratung wichtig. Das bedeutet auch mit dieser PDF zu arbeiten. Dann muss man auch mal wirklich über seine
Komfortzone raus. Also ich habe neulich jetzt auch mal zwei Fremde auf dem Parkplatz angesprochen, was ja super peinlich ist. Also da ist ja Puls bis in die Ohren. Aber einfach auch mutig sein, einfach wirklich zeigen, sich sichtbar machen, die Leute anquatschen. Ich meine jetzt klar, man sieht es jetzt mit den Autos, also mein Auto fällt jetzt auch auf, tatsächlich. Und ja, und ich finde eine gute Beratung, finde ich es A und O, das ist beim Friseurberuf ja auch so. Als Friseurin finde ich wichtig, eine gute Beratung. Und genauso ist bei LR eine gute Beratung. Und da ist die PDF ist natürlich Gold wert. Also LR ist sowieso, du kannst es dir so einfach machen, indem du dir das wirklich alles zurechtlegst. Du musst ja nicht im Internet forschen und das aufschreiben und es ist ja alles vorhanden. Es ist ja alles vorhanden. Hey, super cool. Also wir sprechen jetzt über die PDF, die ich vor, ich weiß nicht, wie lange ist es her, 6 Wochen vielleicht, rund gemacht habe und für alle zur Verfügung gestellt habe. Jenny nickt auch, die schafft nämlich auch damit. Super einfach, super duplizierbar. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist Sliver Support mit einfüge noch. Das ganz neue Produkt Darmstoffwechsel, könnt ihr aber auch so erklären. Das Update kommt aber noch demnächst. Macht es euch einfach und nutzt diese PDF, weil es ist doch super, super wichtig, dass man rote Faden in seine Gespräche drin hat, dass man auch immer selber erzählt. Und ich sage jetzt mal, wenn du es dreimal, viermal mit der PDF gemacht hast, dann weißt du genau, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und umso öfter du das quasi einfach immer gleich machst mit demselben Leitfaden, umso besser wirst du ja in was. Und ganz viele, die erkläre es heute mal so und übermorgen mal so und irgendwann mal so und da ist keine rote Fader drin. Und deswegen habe ich ja die PDF quasi gemacht und die ist ja wirklich richtig, richtig gut. Und Norbert, weiß ich, ist ja auch ein Fan davon und wir haben da ganz viel Hirnschmalz ja da drin, was andere gar nicht haben. Also andere Teams haben dieses Konzept ja auch gar nicht mit den 5 Sterne. Und das ist jetzt ja noch besser, weil ja Sliver Support jetzt auch einer von diesen Sterneflügel ist, der fehlende. Genau, also. Kerstin, du hast selber auch noch angesprochen, was mich auch noch kurz fragen wollte. Was hätte das Thema LR Auto mit dir gemacht? Und wo du deine LR Auto dir abgeholt hast, was hätte dann, du hast ja, ja dann jetzt auch nochmal bekleben lassen. Das hast gesagt, dein Auto fällt jetzt richtig auf. Das heißt, aus der Masse aller LR Autos, weil es sind ja mittlerweile einfach auch viele, die Leute sehen das ja auch, das spielt uns ja voll in die Karte. Wenn man mit jemandem spreche über das Thema LR, sage ich, kennst du LR? Ja, die Autos sieht man ja immer, immer mehr. Was hätte es mit dir gemacht, wo du das Auto gekriegt hättest? Und was hätte es mit dir gemacht, wo du es dir, sage ich jetzt mal, über das Life Changer, über das coole pinke Design, wo du ja auch initiiert hast, sozusagen. Was war das nochmal für ein Schritt? Also das Auto abhole, das macht einen schon stolz. Also das ist schon ein richtig geiles da. Und wenn man dann noch weiß, was man für ein Auto bestellt hat, ist noch geiler. Ja, das ist schon so das Gefühl. Boah, das habe ich mir erarbeitet. Das habe ich mir erarbeitet. Dieses Bekleben, das ist nochmal so ein i-Tüpfelchen, wo ich sage, das ist so ein Bekenntnis, so da stehe ich dazu, ich habe eine Dazugehörigkeit. Wo ich heimgefahren bin, bin ich echt im Auto gesessen, so, sehen das? Können das sehen? Können das lesen? Können? Das ist hier, hallo? Also mega, da passiert wirklich was. Da passiert wirklich was. Und wenn du dich wirklich zu was bekennst, was ja auch wieder mit Entscheidungen zu tun hat, dann gibt einem das nochmal, ja genau, ich mache das richtig, ich bin auf einem guten Weg, das ist richtig. Und ich finde auch nicht, dass man gleich so richtig abliefern muss und man muss da hochklettern im Windeseile, das muss nicht sein. Jeder macht es in seinem Tempo und das finde ich an dieser Firma so toll und das finde ich auch an dem Team so toll und rund dieses. Du musst rein gar nichts. Du kannst alles, du hast alle Möglichkeiten, aber du musst nichts. Du musst einfach nur gucken, dass es dir dabei gut geht. Und es ist ja auch ein Lernprozess, es ist ein Wachstum, es ist, aber du musst halt nur mal hinstehen und sage, ja, ich mach's. Einfach auch mal raus aus dieser, ich kann das nicht, ich bin das nicht, war ich ja auch. Einfach tun, tun, wenn du das möchtest, eine Entscheidung treffen und einfach tun. Frank, dein Mikro ist aus.
Vielen Dank, Norbert. Kerstin, was ich an dir von Anfang an, du sagst es auch, dieses Thema Entscheidung treffe, fand ich direkt zu Beginn bei dir schon richtig stark. Du hast ziemlich gleich am Anfang schon das Magic Weekend gebucht. Und wir sind dann da hochgefahren, beziehungsweise Norbert und ich waren ja am Freitag schon da. Du bist dann am Samstag gekommen, alleine, gell? Angereist, meine ich. Ja, genau. Alleine aufs Magic Weekend, also wirklich auch sage ich, investiere das Geld, ich fahre da alleine hoch, weil ich weiß bis heute nicht, wo das war, irgendwo 4 Stunden weg auf jeden Fall, ist Kerstin da hingefahren, hat für sich das ganze Magic Weekend aufzogen. Aufgesogen, sozusagen. Und was ich dann noch geiler fand, ich sage es jetzt einfach mal so, dass die Kerstin ein Vierteljahr später oder ein Halbjahr später beim nächsten Magic Weekend wieder dabei war. Und wenn er sagte, ich gehe hin, ich investiere in mich die Zeit. Weißt, ganz viele haben sich überlegt, ja, soll ich überhaupt gehen und so weiter und so fort. Jeder weiß ja am Ende des Tages, dass es einen extrem weiterbringt. Jeder kennt ja die Interviews von denen, die auf der Bühne stehen und wie oft heißt es, ja, der Magic Weekend war mein Schlüsselmoment. Aber die Kerstin hat direkt dann zweimal gesagt, ich gehe dahin, ich gehe wieder dahin zum zweiten Mal. Also beim ersten Mal wusste ich ja gar nicht, was das ist. Ich bin ja so die Kategorie, ich hasse ja sowieso Stillstand. Und ich habe das gläser und habe dann der Norbert gefragt, was ist das Magic Weekend? Wo kann ich mich da anmelden? Weil ich liebe es, auf Fortbildungen zu gehen, allein schon von meinem Beruf. Ich finde das mega. Auch wenn du schon alles oder vieles weißt und kannst, ich finde so Fortbildung ist immer so ein Schlüsselmoment, so ein Aha. Und da habe ich mich entschieden, obwohl ich war ja kein Junior Manager, gar nichts, ich wollte es einfach machen. Und dann erst im Laufe bis dahin habe ich dann erstmal so geschnallt, du sollst ja Junior Manager sein, da geht es um das und das, das ist das und das und das ist ein ganzes Wochenende und da geht es um, ja, den Rucksack leeren und so. Und dann habe ich habe dann irgendwann mal im Norbert geschrieben, ich glaube, ich sage wieder ab. Und dann bin ich aber doch gegangen und fand das richtig mega. Es passiert halt auch was, gell? Also natürlich, die Themen sind immer extrem toll, klar. Aber ich finde, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, was auch zwischenmenschlich passiert, wenn wir gemeinsam auf Seminare gehen, Events offline auch, wenn wir uns einfach treffen, es menschelt halt einfach. Aus Fremde wäre halt einfach Bekanntes, Bekannte wäre Freunde. Gell? Und du hast Spaß, du erlebst was zusammen, man macht auch einfach mal Party. Wie lange habe ich schon abends, nämlich, bis der DJ eingepackt hat, getanzt, weißt du? Zur Ja. Kerstin, weißt du wirklich, bis der Laden abgeschlossen wird und so. Wir Schwarzwälder sind immer die Letzten, die da sind. Und es schweißt einen auch einfach zusammen und man lernt auch Leute kennen. Und Land und Leute, wenn man wegen so Antenne für Menschen hätte, ist es ganz spannend zu beobachten, reinzufühlen, was für Menschen sind da unterwegs und manche sind völlig anders als man selber und mit anderen kann man sich sofort identifizieren und so weiter. Deswegen fand ich es immer von dir schon stark, Kerstin, dass du immer dabei warst, auch wenn es um irgendwie Göttingen Business Day oder egal wie lange man fahren muss, zack, ich bin dabei. Obwohl du selbstständig bist und ich weiß es ja auch, für solche Events dein Geschäft zulassen musst dann auch, was Genau. ja richtig heftig ist. Eigentlich. So, aber Schon. du kennst es als Geschäftsfrau und sagst, ich investiere an die richtige Stelle und dann kommt es einfach wieder zurück. Ist halt die Entscheidung. Ich habe diese Entscheidung getroffen und da stehe ich halt zu 100% dahinter. Also auch wenn was kommt sozusagen, die auf dich zukommt, wenn jemand bei dir jetzt dich kritisiert, was das Thema LR angeht, kommt dann entsprechende Antwort oder wie stelle ich mir das vor, Kerstin? Also definitiv. Also, aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Ich sage euch jetzt mal meine Interpretation. Wenn jemand zu mir sagt, ich finde es toll, ich stehe da voll hinter dir. Also den Satz kann ich überhaupt nicht abhaben, weil wo kommt ja der meiste Verrat her? Kommt ja von hinter dir. Und da sage ich immer, ja, hinter mir ist genau deine richtige Position, weil da kannst du mich gleich mal am Arsch lecken. Also auf gut Deutsch. Ich will immer, dass jemand sagt, ich gehe mit dir diesen Weg. Ich finde es cool. Wäre jetzt nicht meins, aber ich finde es klasse, dass du das machst. Aber diese Doppelmoral,
Das mag ich nicht. Entweder sage ich, nee, mit dem kann ich nichts anfangen, Punkt, dann ist das in Ordnung. Oder ich sage, ja, ich gehe mit dir diesen Weg gemeinsam, aber dieses, ich stehe hinter dir, mag ich überhaupt nicht. Und Kritik, ja, ich habe auch schon Kritik eingesteckt, BGLR. Dieses, bist du jetzt auch so einer und das passt gar nicht zu dir. Wer sagt denn das, was zu mir passt? Wer hat denn das Recht dazu, mir das zu sagen? Und ob ich so einer bin, das ist abwertend, das lasse ich schon mal gar nicht gelten. Also ich glaube, dass ich in meinem Leben genug eingesteckt habe, um zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Man kann mir ehrlich sagen, du, ich finde, es ist nicht meine Welt, ist in Ordnung, ist gut, aber so dieses Drumrumschleiche, das mag ich überhaupt nicht. Also entweder Nägel mit Köpf oder Schnabelhalter. Das ist natürlich deiner Vergangenheit geschuldet. Du hast natürlich auch ganz schön was erlebt. Und dementsprechend bist du dir da immer klarer, was du magst und was du halt nicht mehr willst im Leben. Oder? Ja, das ist so. Und ich finde, man darf ja auch nicht mit der Vergangenheit hadern, weil die Vergangenheit ist ja das Ergebnis, was man jetzt ist. Und ich finde das toll. Ich finde, man darf nicht, rückwärts leben geht eh nicht. Aber ich kann das Beste draus ziehen. Man hat seine Erfahrungsleben, ist ja einfach nur mal so. Wir kommen ja nicht auf die Welt und haben ein Handbuch dabei, wo Lebenssituationen drinsteht, sondern Leben formt ja. Und das ist ja das Schöne, diese Erfahrung, ob sie gut ist oder schlecht ist oder ist ja egal. Aber dieses Rückwärtsleben, das funktioniert halt auch nicht. Und ich sage immer, man muss halt auch immer aus dieser Opferrolle raus. Ich bin kein Opfer. Ich bin einfach geprägt vom Leben. Ich habe es angenommen. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Und nach dem lebe ich, so wie ich das will. Ich nehme das Leben halt auch nicht mehr so ernst. Und ich glaube, das ist so. Also wenn ich mit meiner ganz alten Kunde übers Leben rede, die sagen alle durch die Bank weg, nimmt das Leben nicht so ernst. In 100 Jahren interessiert es doch eh keine Sau mehr, was du gemacht hast. Und das stimmt. Dieses, ich kann nicht, weil, ich darf nicht, weil, ja, das geht nicht, weil. Nee, ich lebe heute und jetzt. Was gestern war, ist vorbei. Was morgen ist, weiß ich nicht. Ich lebe heute. Und heute fühlt sich's gut an. Boah, Halleluja. Was für eine Aussage. Also, liebe Kerstin, wow, vielen, vielen lieben Dank. Gerne, ich hoffe, ich habe keinen geschockt. Du hast, ich denke, inspiriert. Und es sind ja auch immer die Menschen, die klare Aussage treffen, die ja auch im Endeffekt Spuren hinterlassen. Und ich habe mir da ganz, ganz tolle Sache aufgeschrieben, auf jeden Fall. Also ich freue mich auf ganz viel auf von der Kerstin in Zukunft. Ihr merkt, das ist ja Dynamit, da sind ja nur tolle, tolle Mädels. Das ist ja wahnsinnig inspirierend. Und ist eine fantastische Überleitung zu unserer letzten Sprecherin, die natürlich auch eine ganz, ganz besondere Geschichte zu erzählen hat, eine bemerkenswerte Geschichte zu erzählen hat, auch viel erlebt hat, nämlich unsere liebe Jenny. Und ich bin so dankbar und so stolz, dass ihr heute oben mit dabei ist. Und ja, natürlich gibt es Titel, gibt es offizielle sagen wir mal, Zahlen, Daten, Fakten, die man nennen kann. Ja, die Jenny hat jetzt letzten Monat im April abgeschlossen mit der Bronze-Orgaleiter-Qualifikation. Das bedeutet, auf gut Deutsch sind über 40.000 PW im Umsatz im April. Eindirekte 21% plus 24.000 PW rechtlich, also abzüglich der 21er Linie. Ich weiß, dass viele auch Probleme haben mit dem Thema Marketingplan. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann sprecht uns an. Ich habe eh schon geschwätzt mit den Mädels, dass wir dort demnächst mal ein Gespräch machen, mal über den Marketingplan quatschen. Über 40.000 PW Umsatz in einem Monat. Ganz, ganz tolle Mädels haben wir ja schon hier im Team gesehen dabei. Und Jenny hätte besondere Geschichte. Und Jenny hat so eine Bombe-Ausstrahlung. Das ist der Hammer, liebe Jenny. Magst du uns mal kurz mitnehmen auf deine Reise, so von dir erzähle, wie du denn zu LR gekommen bist, was dich denn bewegt hat,
dass du in solche Sphäre reinfliegst, liebe Jenny. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, gell, an die Mädels. Ist so mega und auch ohne euch, also ohne das Team, das ist ja auch das Tolle, was ich so an LR so mega finde. Dieses, wo du immer sagst, Teamwork makes the dream work. Ne? Also, dass man einfach mit Menschen Geld verdient und nicht an Menschen. Ne? Also, das finde ich auch ganz toll, was mich auch so begeistert. Also man freut sich immer so. Man kann ja auch gucken, ich weiß nicht, ob ihr diese Funktion kennt, dass man, oder ist es ab Teamleiter erst, dass man gucken kann, wie viel Bonus deine Partner kriegt hin? Weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall, ob das jetzt schon am Anfang ist oder bestimmte Stufe, weiß ich jetzt nicht. Aber da kann man immer gucken, was die kriegen und dann freut man sich natürlich, also umso mehr, dass deine Partner, die mit dir gemeinsam dieses Geschäft machen, auch so ins ja, halt das Geld verdienen kommen, ne? So, das finde ich echt toll. Ja, und zu meiner Geschichte, der eine oder andere kennt sie schon. Ich bin jetzt mittlerweile auch 15 Jahre bei LR. Bin damals 2009 durch die liebe Debbie, durch Frank seine Frau dazugekommen. Das war ein Gespräch vor 10 Minuten. Die hat mir der Katalog im Bistro auf den Tisch gelegt, hat gesagt, du mal, Jenny, da kannst du Geld sparen, ne, zum EK-Einkauf. Und ich so, alles klar, Debbie, das will ich auch. Ich will auch Geld sparen. Das war, glaube ich, also es war echt ein schneller Einstieg. Und ich habe auch gar nicht überlegt, ob es da irgendwie mich in das Licht führen könnte oder so. Also ich war da voll im Vertrauen. Das, was du willst, hast, will ich auch. Ne? Und dann bin ich so auf die Seminare gegangen und dann war wie so, sind wir so wenn die Scheuklappe geöffnet worden von Thema Pharmaindustrie und kannte ich auch nicht, ich war damals 23, mir ging es gut, ich war gesund. Na, die Maya war, ja, wie alt war die Maya? 2009, die war 2. Genau, also hat eigentlich keine Beschwerde, ne? Aber ich hatte natürlich mal das Maidle, ne? Und ab dem Zeitpunkt habe ich sie nicht mehr impfen lassen. So. Das war auch ganz klar. Hab dann aber auch dadurch, dass ich aber auch gelernte Friseurin bin, dann nur noch über halbtags schaffen konnte. Irgendwann kam dann die Trennung und dann, naja, muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ne? Und die Produkte fand ich ja immer gut. Also mir haben sie bei, ich hatte Regelschmerzen und Verstopfungen und da haben sie mir echt super geholfen. Und die krasseste Geschichte war damals die Valentina, die heute auch immer noch Kundin ist, ne? Die hat damals, war ich mit Victor am Haare schneiden und habe ihm so erzählt, was ich jetzt wegen so mache. Und dann sagt er zu mir, oh Jenny, du musst unbedingt zu Valentina, der geht's gar nicht gut. Und dann bin ich zu der nach Rouge gefahren, habe die nicht gekannt und die hatte einen entzündeten Darm. Also der musste quasi 12 cm vom Darm abgenommen werden. Und dann hat die unsere Darmstoffwechselkur genommen, also Kolostrum, Pro-12, Aloe Vera, ne, Probalos. Und dann hätte die diese Entzündung in den Griff bekommen und musste nicht operiert werden. Ne? Und allein das dann habe ich mir gedacht, boah, das muss ja eigentlich jedem erzählen. Ne? Also klar, für mich war das Geld verdienen wichtig, aber dann auch die Gesundheit, dass man Menschen so helfen kann, dass die Produkte den Menschen helfen, sich selber zu helfen, sozusagen. Das war ja na, mega. Wann war das? 2000. Also es ging eigentlich bis dahin ganz super, ne? Hab dann auch dadurch die Michaela kennengelernt. Das war damals ein Fremdkontakt von mir, die Dani. Daniela Pe Peter, Petersen heißt sie, gell? Daniela Petersen, gell? Genau. Die habe ich fremdkontaktiert im DM, hab dadurch die Susi kennengelernt und dann saß die Michaela auch mal am Tisch. Und ist jetzt auch schon immer 2010 war das, gell? Ja, 2010. Ja. Ja, also somit kommt man halt an Menschen, deswegen, wie vorher Ding gesagt hat, die Kerstin, die ist einfach mal traue, sich auf Fremde anzusprechen. Ne? Da können ganz tolle Menschen dabei rauskommen, ne? Die dann, wie man heute sieht, nach 10 Jahren oder 15 Jahren immer noch bestellen, beziehungsweise dann auch irgendwann mal sagen, hey cool, ich mache jetzt wieder das Geschäft. Ne? Also hätte ich damals die Daniela nicht angesprochen, hätte ich ja die Michaela niemals kennengelernt. Ne? So. Und dann aber die Michaela auch nicht. Ja, das freut mich auch mega. ja, habe dann auch auf einem Meeting meinen neuen Partner damals kennengelernt. Und dann habe ich leider 2012, 2 Wochen vor Geburt, ein Baby verloren.
Und das war für mich dann so, ja, ein kleiner Niederschlag, ein kleiner beziehungsweise großer, ne? Da hat sich mal mein Leben, ja, weiß nicht, Frauen, die schwanger sind und Babys verlieren, also es ist immer schlimm, aber das war halt für mich ganz schlimm, ne? Da war ich dann froh, dass ich ein Jahr später, ist dann die Nala zur Welt gekommen. Aber die Beziehung hat es dann leider nicht überlebt, ne? Hat mich dann getrennt und wollte aber dann mit dem LR-Geschäft nichts mehr zu tun haben, weil ich wollte ihm nicht mehr begegnen, weil ich habe ihn über LR kennengelernt. Und dann war es, wenn war es, 2000, wenn war es, November 2021. Da habe ich dann wieder einen Bonuscheck gekriegt von über 100 Euro und habe ich gedacht, so Jenny, jetzt reicht's, ne? Scheißegal. Du weißt, dass die Produkte gut sind, nicht? Also die Produkte habe ich immer genommen. Und wie wir vorher gesagt haben, auch bei der Michaela, es hat keiner angerufen oder rumgestresst oder gesagt, hey, warum machst du nichts mehr? Warum sponsorst du keine Leute? Na, also das gibt's nicht. Weil er kann schon jederzeit entscheiden, ob du jetzt nur Kunde bist oder ob es Geschäft machst. Na, wie so ein Zug, wo hätte Frankfurter, wo du einsteigen kannst und aussteigen kannst und keiner dir böse ist. Na? Das ist echt. Also finde ich schon echt eine tolle Sache, weil gibt es andere Sachen, wo man halt dann muss, ne? Und wenn du nichts machst, dann wirst du mir mit dem Arsch anguckt. Und von dem her bin ich da auch echt dankbar dafür, bei der Firma gelandet zu sein. Hätte ja auch können sein, Demi kommt mir was anderem um die Ecke, ne? Dann hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht. Aber so immer Glück jetzt. ja, und dann habe ich einfach gedacht, so Jens, mach einfach wieder, sprich mit den Menschen wieder über die Produkte, über das Geschäftsmodell, über das Auto, also über alles einfach, ne? Wir müssen auch den Menschen wirklich alles präsentieren, ne? Weil wie wenn er Geschäftspartner findet, wenn ihr nur über Produkte schwätzt, ne? Also deswegen, vom Buffet stellt man immer alles vor und dann gucken die Leute nachher, okay, was nehme ich mir runter, ne? Weil die Entscheidungen stehen ja nicht da drauf, ne? Sondern das, ja, entscheidet jeder für sich selber. Ja, genau. Und jetzt weiß ich auch nicht. Also ich habe schon die Entscheidung getroffen mit diesem Live, also dieses Insta-Dingsbums. Das war für mich ja immer so, ich bin ja eher so die Fremdkontaktmaschine sozusagen. Also da habe ich gar keine Probleme, Menschen auf der Straße anzuquatschen. Aber so dieses Insta-Live-Video, auch jetzt so zu sprechen, Frank, vor einem Seminar, das war ja auch immer so nicht so meins, ne? Das war ja immer so, habe ich mir eher wegen so, ich druck mich lieber wegen so. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, wir müssen das halt machen. Diesen Moment, da wo Angst ist auch Wachstum. Und deswegen, wenn wir jetzt davor rangehen, ja, auch wenn es eben, ja, und dann hätte es jetzt irgendwie den Monat, ich weiß auch nicht, auf einmal jetzt Batch gemacht. Klar, das neue Produkt natürlich auch. Dann die tolle Mädels, wo in meinem Team sind, ne? Also wie gesagt, ohne euch wäre das gar nicht möglich, diese 40.000 PWs. Alleine ist ja, hallo, geht ja gar nicht, ne? Es geht ja nur als Team. Von dem her, ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht und freue mich mega. Wow, hey Jenny, du bist halt einfach eine Wucht, gell? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und so authentisch. Ich meine, das kann mir heute Abend, glaube ich, als Überschrift nehmen für alle Mädels, für alle Referentinnen, alle authentisch. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Erfolgsfaktor auch, der letzten Endes natürlich auch bei dir, Jenny, extrem reinhaut, weil du halt unheimlich authentisch bist. Die Leute merken sofort, das ist echt. Du bist überzeugt, du sprichst und du bist begeistert. Und das Thema Begeisterungsfähigkeit, Jenny, erzähl uns mal, was denkst du, wie wichtig ist das Thema Begeisterung im LR-Geschäft? Ja, also auf jeden Fall ganz wichtig. Also ich denke, dann gebe über, also wenn du so ein typischer Verkäufer bist, das merkt man einfach, ob du jetzt da mit dem Herz dabei bist, ne? Ob du da dahinter stehst, ob du die Produkte auch selber benutzt, ne? Oder ob du einfach nur was verkaufen willst. Ne? Und ich denke, ja, sei einfach auch du selbst, ne? Und versuch dich nicht zu verstellen oder umzumodeln oder. Ja, und dann klappt es. Das Gegenüber spürt es, wenn du mit dem Herz, mit ganz viel Liebe, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Also, ja, echt, einfach echt. Ja. Und das steckt an, gell? Das steckt an, ja. Das Weil steckt an. Begeisterung steckt an, Wissen nicht. Ja, Wissen genau. nicht ansteckend, Guck Leute. doch mal bei der Astrid.
Astrid, das war so cool, wo sie Teamleiterwoche ist, ne? Die wusste gar nicht, hä, wie, hä? Fragezeichen, Fragezeichen. Das war so. Und sie macht einfach, sie erzählt mit einer Begeisterung über die Produkte, ne? Und zack, wird sie Teamleiterin. Ne? Also, das ist schon, ja, aber nicht Fachwissen. Also, ich bin mir sicher, wie du das sagst, Thema Marketingplanschulung wäre vielleicht mal ganz gut, ne, dass man das macht. Aber man muss nicht wissen. Man muss es, man braucht es nicht fürs LR-Geschäft. Es geht auch ohne, dass man weiß, wie der Marketingplan funktioniert. Wow, Jenny. Und dann habe ich auch nur eine Frage, beziehungsweise ich weiß ja, dass du im Laufe der Jahre ganz oft aktiv sogar angesprochen wurdest von anderen Network-Firmen, Ja. Network-Partner, sagen wir nicht von Firmen, sondern von Network-Partner. Erzähl mir mal, wie wichtig ist es für dich oder beziehungsweise was hast du zu sagen zum Thema, ich nenne es jetzt auch einfach mal loyal zu sein, also wenn Ja. man angebaggert wird, oder wie siehst du das Thema? Ich weiß, es war bei dir ganz oft so, dass man dich Ja, angesprochen hat. also da ich ja, also ich, da ich mit LR, also ich wusste ja, dass LR funktioniert und auch in meiner Phase, wo ich nichts gemacht habe, ne? Oder es ruhiger war, einfach nur die Produkte, die ich genommen habe. Ja, war auch mal eine Freundin von mir, die dann angefangen mit Choose Plus und dann hätte sie zu mir gesagt, oh Jenny, komm, das wäre doch so cool, ne? Und ich so, da, du, also wenn ich nochmal was mache, wieder richtig, dann nur LR, weil ja, ich weiß auch nicht. Das ist einfach wie so in mir drin. Ist so, für mich gibt es auch gar nichts anderes. Oder vor kurzem auch im Sommer war das letztes Jahr, hat mich jemand wirklich Fitlein angeschwätzt, ne? Und aber richtig penetrant, ne? Und auch nicht nur mich, sondern auch in meinem Team, ne? Unter drunter. Also richtig, es gibt manche, also das finde ich auch echt fast unverschämt, ne? Dass es so krasse Leute, aber so Leute gibt es halt auch. Aber für mich käme das nie in Frage, überhaupt auch drüber nachzudenken, das irgendwo zu wechseln. Also, ja, weil ich ja weiß, hallo, Autokonzept. Das Geld kommt immer pünktlich, die Produkte sind toll, die Menschen sind toll. Ne? Also, was wird es mir denn bringen? Das bringt ja gar nichts. Ne? Und beim anderen Netzwerk musst du ja genau, du müsstest ja genauso die Arbeit machen. Ne? Es macht ja keiner für dich. Du musst ja genauso mit den Leuten schwätzen. Ne? Also warum soll ich denn wechseln, wenn ich schon mit meinem Herz total, was ich weiß, dass alles funktioniert? Ja, nee. Das war immer so. Also ich finde das schon, ja, also LR, ich glaube, nee, ich weiß es, es gibt keine geilere Firma wie LR. Und seitdem, wo ich jetzt dabei bin, so wie es vorher Michi auch gesagt hat, es wird immer nur noch geiler. Also besser, die nehmen ja nie was weg. Die sagen nie, okay, wir kürzen jetzt mal das oder wir machen Autos, wäre wieder kleiner, sondern es wird ja alles immer noch besser. Früher haben wir ein Polo gekriegt und dann gab es cool die Audi-Aktion, ne? Weil ich da denke, wow, Audi. Und jetzt bist du junger Mensch und kannst zwischen VW, BMW, was gibt's, Mercedes? Also ist schon abartig. Wow, Jenny, und zum Schluss, was ist deine größte Motivation? Also meine Kinder, die Vererbbarkeit, ne, weil ich ja groß nie irgendwas auf Zitte gebracht habe, jetzt gerade mit dem Friseurgehalt als normal, also wenn ich selbstständig ist, habe ich ja früher nie großartig was auf Zitte gebracht. Und jetzt ist sowas, ja, diese Unabhängigkeit, selbstbestimmt, ja, mit Menschen gemeinsam was zu erschaffen, was Beständiges, aber was, und dann eben dann was zu hinterlassen. Ne? Also, ich hätte auch können Friseur aufmachen. Ich hätte können Meister machen, aber ich hätte ja nicht gewusst, ob meine Mädels irgendwann auch mal Friseurin wäre wolle. Und jetzt weiß ich, okay, wenn ich halt mal nicht mehr bin, dann vererbe ich das einfach. Oder kann man auch schon früher, man kann es ja machen, vererbe, wenn man will. Ne? Man muss ja einfach nur die andere Name eintragen. Ja. Wow. Das Hey gibt es so Jenny, nirgends. Ja, gibt es nirgends. Dankeschön. Aber echt, das gibt es nirgends. Einfach alles Ja. vererbbar. Ich glaube, du hast ganz schön viel berührt. Man hätte es auch an den Teilnehmern gesehen. Deine Geschichte, die geht halt auch einfach unter die Haut. Mich selber hat es auch berührt. Ich möchte dir ganz herzlich auch Danke sagen, Jenny, dass du auch so offen bist. Ich weiß, das ist bestimmt nicht immer einfach. War ein großer Schritt wahrscheinlich auch mal so von sich zu erzählen.
Deswegen weiß ich das ganz arg zu schätzen. Ich glaube, ich sprich stellvertretend für alle. Habt ihr denn jetzt die Teilnehmer, die da sind, habt ihr Frage an unsere Powerfrauen? Ist jemand da, der sagt, jetzt hätte ich eine Frage? Vielleicht auch mal gerade mal die Mädels unter Mädels, ist ja auch mal was. Gibt's Teilnehmerinnen, die eine Frage an jemanden hätte oder vielleicht auch einfach was sagen wolle dazu noch oder einen Kommentar los? Dann wäre das jetzt so am Ende der Sendung ein super Moment. Dauert immer so ein bisschen, bis man dann auch weiß, wo das Mikro angeht. Ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit auch über unseren Telegram-Kanal, über unsere Basisgruppe quasi euch austauschen. Das ist natürlich auch spannend. Oder ja, einfach bei unserer. Ah ja, ich habe noch was, genau. Ich habe noch ein Thema, nämlich unsere nächste Offline-Veranstaltung. Da habe ich euch was zu verkünden. Ich mache das jetzt schon mal. Falls parallel jemand noch was dazu anmerken möchte, kann das gerne sagen jetzt zu unserer Referentin. Ansonsten möchte ich euch jetzt noch eine Ankündigung machen. Und zwar, wir haben unser nächstes, warte, neue Freigabe. Genau, läuft es, seht ihr das? Wir haben unser nächstes Offline-Event, nämlich unser Future Day. Was ganz Besonderes, unser nächster Future Day am 8. Juni. Ich weiß ehrlich gesagt gerade noch gar nicht, wo das ist, aber irgendwo an der A5, irgendwo Raum zwischen Offenburg und Karlsruhe. Und da machen wir gemeinsam im großen Team mit Patrick König, mit der Gabi Meyer, mit der Anja Zorn, meiner einer ist natürlich dabei. Wir sind dabei, die Life Changer. Irina und Waldemar Krasko sind auch ganz, ganz toll, die zwei. Habe ich kennengelernt, kann ich gar nicht, also habe ich nicht kennt, aber die sind so Herzleute, mega cool. Und Heike und Ron Kimmig natürlich, wir machen gemeinsam, wir gestalten gemeinsam diesen Future Day Tagesseminar, wo wir unsere komplette Kompetenz alle in einen Ring werfen, in einen Hut schmeißen sozusagen und dann dieses Tagesevent machen. Ihr könnt ab sofort die Tickets bestellen, Tagestickets könnt ihr bestellen. Ich poste den, hilf mal, den Link in unsere Gruppe rein. Mache ich nachher noch direkt im Anschluss. Und da könnt ihr euch eure Karte holen und könnt ihr euch schon mal aufs nächste Offline-Event freuen, wo mit Sicherheit oder ganz, ganz bahnbrechend einfach auch wird, weil klar, jeder, der wegen weiß, was da für Koryphäe steht, der kann sich denken, dass mir da wirklich nur das Feinste und das Beste vom Beste an euch weitergeben wollen, unsere Erfahrungen. Genau, wenn jetzt niemand mehr ja, noch Fragen hat, dann würde ich den Abend beenden sozusagen. Ihr könnt auch gern zum Schluss euer Mikro anmachen und einfach noch euer Feedback geben. Norbert, vielleicht willst du mal anfangen. Wer sonst für euch Bock hat, kann auch den Mädels Tschüss sagen. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz dankbar und sag euch, fühlt euch alle ganz fest gedrückt. Vielen Dank. Ich bin jetzt schon überzeugt, dass das bestimmt nicht das letzte Mal war, dass wir das gemacht hätten. Bitte viel mehr davon. Norbert, magst du noch was sagen? Er findet den Knopf. Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, sehr, sehr cool, die Dame. War echt sehr inspirierend, oder mal. Ja, ich bin gerade wegen sprachlos. Also, war sehr gut, auf jeden Fall. Danke dafür. Super. Yvonne nickt. Yvonne Kuss. Magst du was sagen? Auch mal spannend, du bist ja auch erfahrene Networkerin. Also ich finde es erstmal Hut ab für eure Ehrlichkeit, die ihr lasst uns ja teilhaben an eurem Leben. Das muss man auch erstmal können, so intime Sache zu sagen. Und ich finde es auch richtig klasse, beobachten zu können, wie die Entwicklungen sind. Ich bin da nicht so lange dabei, aber ständig ist im Team sind irgendwelche Ehrungen und ich finde das richtig klasse. Also weiter so, sehr inspirierend, ja. Danke. Dankeschön. Perfekt. Sonst noch jemand was? Ich will auch was sagen. Ja. Mich hat es ja auch bis ins Herz sehr, sehr, sehr berührt. Und das ist alles motivierend und aus meiner Seele, ich spüre ungefähr genau das Gleiche. Vielen lieben Dank euch allen da, die da heute über euch erzählt haben. Super, Michi. Dankeschön, Michael.
Sonst noch jemand was? Weil es ist ja auch das erste Mal, dass die referiert haben, weißt du? Das ist ja auch irre. Also ich sage jetzt mal gerade mal Kerstin, Martina und Astrid, Michi auch. Ansonsten, wie gesagt, gern eure Kommentare in unseren Kanal, Basiskanal. Dann schließe ich jetzt die Zoom-Sendung und die Aufzeichnung kommt dann in den nächsten 2, 3 Tagen, vielleicht sogar morgen, je nachdem. Und sobald sie einfach hochlade, schicke ich es euch rüber. Mädels, macht's gut, ich bin ganz stolz. Ich bin so richtig wie so ein stolzer, ja, wie soll ich sagen, wie so ein stolzer Papi, weil mit so vielen tolle Sprecherinnen, die da jetzt da noch gewachsen sind, das ist einfach Gänsehaut, was ganz Besonderes. Bis ganz bald, macht's gut. Tschüss, ihr alle. Tschüss, danke. Ciao.